Okay, dann machen wir einfach mal ganz direkt weiter nach den Lags. Nach den Lags ist vor den Lags. Sobald wir beim Wegpunkt sind, werden wir da nochmal den Server wechseln. Milan, London, Paris. Okay. Müssen wir gleich mal gucken, was Sinn macht. London ist vielleicht auch nicht verkehrt. Ist ja nicht so weit weg. Wobei Paris wäre... Weiß nicht, was ist näher dran? London oder Paris? War hier? Ja, da, geht, da waren wir fertig. Dann kommen wir da unten noch lang. Die Mucke ist hier voll cool. Oh, bitteschön. Oh, ein Eisenring. Ein Eisenring mit einem Riesending. Wir lieben alle den Eisenring. Oh, der ist gut. Der ist gut. Warte mal. Maximales Mana und Mana-Regeneration. Da ist der hier wesentlich besser. Und maximales Leben hat er sogar noch. Ja, nice. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Was hat der? Maximales Leben, maximales Mana. Hm. Oh, oh, oh. Hier sind noch ein paar Gegner. Nehmen wir natürlich mit. Und wieder eine Identrolle. Okay, jetzt kriegen wir es echt sehr geschmissen. Jetzt haben wir da zumindest keine Probleme mehr. Das ist sehr gut. So. Küche nehmen wir noch mit. Da hauen wir meinen Feuerball rein. Hallo, entschuldigen Sie, machen Sie den Weg frei. Das ist ein Notausgang. Was meinen Sie, wenn es hier brennt? Was meinen Sie, wenn es hier brennt? Himmel, Arsch und Zwirn. So. Die nächsten Zombies. Und weiter. Oder haben wir noch eine Truhe, die nehmen wir natürlich auch mit. Kommt aber nur Müll raus. Also für die Leute, die nicht wissen, was da los ist, den Müll könnte ich tatsächlich auch aufheben. Das seht ihr hier, wenn ich Alt drücke. Ich habe das aber mit dem Filter so eingestellt, dass mir die halt gar nicht erst angezeigt werden. Dementsprechend könnt ihr den Loot-Filter auch noch besser einstellen, dass mir auch diese Sachen nicht angezeigt werden, weil die hebe ich ja normal jetzt auch nicht auf. Aber ich muss jetzt gucken, was das... Oder warte mal, können wir eigentlich jetzt schnell machen? Da liegen ja Items. Ich glaube, unter UI war das. Und dann hier Filter... Filter 01, gucken wir mal. Nee. 02. Nee. Da wäre es jetzt weg. Ja. Strict. Regular würde ich machen. Wobei, dann sind die auch noch mit drin. Also tatsächlich semi-strict. Dann ist er auch noch da. Okay. Problem ist ja, wenn mir die nicht angezeigt. Nee, das lassen wir mal. Ich bin halt nicht hundertprozentig sicher, was was bewirkt. Ich würde mal soft nehmen. Soft ist gut. Ich mag Soft. So. Und weiter. Identrolle. Ja, gut, ich wird gerade im Chat geschrieben, ich soll doch die weißen Sachen mitnehmen. Die geben halt beim Verkäufer viele Mets. Aber ich bin ja noch lange nicht so weit, dass ich irgendwie mir anfange, die Sachen umzucraften oder so. Und derzeit sammle ich ja so oder so noch Mets. Wenn auch nicht so viel, weil ich die ganzen weißen Sachen nicht mitnehme. Aber ich glaube, das ist ausreichend. Hoffe ich. Eine Portrolle! Wir sollten mehr porten wahrscheinlich, ne? Aber kostet immer so viel Zeit, wie ich finde. Warte mal, da hinten ist noch einmal unser Freak, unser Höhlenfreak. Da ist noch eine Truhe, sehe ich gerade. Ja, wir sind halt voll, ne? Oh, hier, nice. Der Treasure! Okay. Dann klatschen wir uns hier mal durch. Eine Umwandlungssphäre. Wo ist das Mana-Flächen? Lindendrachenschild. Portalrolle. Portalrolle. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Ist hier noch irgendwas? Ein paar dreckige Spinnen sind hier, aber ansonsten. Warte mal, hier sind noch ein paar Gegner. Hä, wie hab ich euch denn übersehen? Ich bin nur hier lang gelaufen. Ich komme doch von hier. Himmel, Arsch und Zwirn. Ja, ja, klatscht schon mal weiter. Wir gehen dann schon mal in die nächste Ebene rein. So. Krypta, Ebene 2. Leere Instanzen werden nach 8 bis 15. Nein. Zu viel RAM. Weiter geht's. Grün, Blau und Rot gelingt immer mitnehmen. Okay. Gut zu wissen.
Sphäre der Möglichkeiten. Sechs Skelette haben wir noch. Also jetzt, nee, der hat nur zwei. Eins. Lohnt sich nicht, ne? Was? Diese Treasure kannst du mit Orbs upgraden, genau wie Items. Sprich, wenn du einen weißen Treasure findest und einen Orb fürs Upgraden drauf anwendest, wird er je nach Orb blau, gelb oder weiß. Auch die Stufe kannst du erhöhen und so den Loot verbessern. Okay. Aber wie wende ich das an? Oh, noch eine Silbermünze. Haben wir schon zwei? Zwei Silbermünzen. Identrolle. Toll, jetzt muss ich jedes Item nachgucken, ob die einen Trifaktor haben. Also rot, gelb, blau. Rot, blau, rot. Rot, farbig. Drei Farben halt. Oh, goldener Gegner. Nice. Gib ihm ins Gesicht. Und wir haben gleich wieder Level Up. Ich sehe das schon. So, der hat nur Scheiße gedroppt. Ja, mit den Lebensbalken habe ich extra ausgestellt. Das stört mich halt immer ein bisschen. Ich gucke mal unten links und rechts auf die Kugeln, weißt du? Oh, heiliges Relikt beschwören. Muss mal gucken, ob wir die brauchen. Ne, brauchen wir nicht. Okay. Das nehmen wir noch mit. Sonst ist hier nichts, ne? Doch, hier, warte mal. So. Ping, ping und weiter. Plattenschrott! Yeah! Portalrolle, wie fahren wir denn mittlerweile? 36, okay. Da müssen wir auf jeden Fall auch welche rausballern. Wir haben einfach zu viel davon. Vor allem, ich nutze sie halt so selten derzeit, ne? Ich weiß nicht, ob das später noch exzessiver wird, ob es sich lohnt, die aufzuheben, aber derzeit reicht mir das ehrlich gesagt. So, Level Up. Wo müssen wir denn lang gehen? Ich guck mal ganz kurz. Da sind wir rum, da waren wir, dann müssen wir jetzt hier rein. Richtig? Ich glaube, ja. Ich guck gerade nochmal. Energieschild. Ist das richtig? Ich muss gerade nochmal gucken. Ich glaube aber, ja. Das ist richtig. Wenn ich das richtig verstehe, das ist das. Das ist das. Das ist da. Das hat alles ein bisschen umgeändert worden. Ist nicht aktuell vom von dem Patch her. Aber das müsste das hier sein. Was ist das denn? Wie nennt sich das? Puppet Master? Wo ist denn Puppet Master? Oder kommt das erst noch? Weil das wäre das hier, oder nicht? Boah, das ist aber doof jetzt. Da müssen wir mal ganz kurz gucken. Wie müssen wir jetzt skillen? Das ist echt doof. Da müssen wir auf jeden Fall nachher rauskommen. Das ist richtig. So, dann geht das hier lang bis hier. Und dann muss ich weiter gucken. Hier bist du dann Level 30. Aber wie musst du das jetzt skillen? Energieschild. Wie viel haben wir denn? Warte mal. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 15, 15. Okay. 15. Und da müsste ich rauskommen. Das heißt... Oh, das ist alles Energieschild. Energieschild habe ich hier nicht so viel drin, oder? Ne, Minion Damage and Life. Das ist natürlich jetzt kurios. Ich linke euch mal den Bild. Kann ich auch gerne mal ins Video bzw. in die Beschreibung reinpacken. Vielleicht wird jemand schlau raus, wo ich weiter skillen muss. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Gerade oben drüber. Bist du dir sicher? Nein, warte mal. Nee, das... Oder? Nee, das wäre falsch. Laut Bild nicht. Laut Bild nicht.
müssen wir hier noch irgendwas kaputt machen. Guck mal ganz schnell. Oh, hier geht's noch weiter. Ah, aber ein goldener Gegner ist ja auch nice. Doch, das ist der Energieschild-Skill. Okay. Ja, ne? Too much clutter. Ja, warte. Ich räume kurz auf. So. Ja. So. Enormes Mana-Fläschchen haben wir hier. Nehmen wir das mal mit. Also, jetzt hier oder hier? Ich würde sagen hier, weil auf den anderen ist es nicht die... Nein, das ist falsch. Also da nicht. Aber Energieschild, hier. Hier wahrscheinlich, ne? Okay. Gut, vielen Dank. Und dann müssen wir auf jeden Fall jetzt nochmal zurück zur Stadt. Inventar leeren. So, gelbe Sachen identen wir wieder. Ach, den hatten wir schon, okay. So, Gina, wie sieht's aus? Hast du Bock? Ah, ich muss unbedingt noch einen Barbar machen, ey. Ich habe so Bock auf Barb irgendwie. So, das kommt alles weg. Ah, den auch oder hier ersetzen? Ich bin mir nicht sicher. Ah, doch, komm, der setzen wir. Mana-Reg ist viel wichtiger. Mana-Regeneration ist wichtig. Das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Ist hier jetzt rein? Ja, die hatte ich drinne. Mit der Rüstung, maximales Leben, kann alles weg. Das kann weg. Das kann weg. So. Den Ring ersetzen wir hiermit, weil ich finde ihn ehrlich gesagt sinniger. So, das kann weg. Enormes Lebensfläschchen. Ja, wir haben halt da ein ganz nettes, ne? Ach komm, weg. Wäre noch besser oder andere finden. So, dann haben wir das. Zack. Ja, du auch. Danke. Genau, bei mir ist über den Skills halt ein Kreis in dem Planer drin. Das ist halt das, was mich ein bisschen irritiert, weißt du? So, das da. Da. Heiliges Relikt beschwören. Brauchen wir das? Ich guck mal ganz kurz. Heiliges Relikt brauchen wir nicht. So, dann kommt das da mit rein. Das da. Und hier noch eine Silbermünze. Wie auch immer wir die gebrauchen können. Ich weiß, bei der komischen Händlerin da, aber... Nun gut, Gudrun. Wir ziehen weiter. Fläschchen nehmen wir mit. Jeder sollte ein Fläschchen haben. Oh, da hinten ist irgendwas. Da hinten ist was. Da wartet was auf uns. Oh mein Gott. Alter, was? Da kommen die aus der tiefsten Grube gekrochen, diese Dreckigen. Unglaublich. Okay, Stiefelmesser. Das lassen wir alles liegen jetzt. Vermüllen uns nur wieder unser Inventar. Oh, eine goldene Hand. Nice. Ich habe einfach ein goldenes Händchen. So, jetzt waren wir hier. Ach nee, warte mal, hinten geht's noch weiter. Hier haben wir alles. Ja, da sind wir fertig. Dann gehen wir hier nochmal zurück. Einmal hier runter. So. Hier rum. Da haben wir noch eine Truhe, die nehmen wir mit. Oh, Sphäre des Goldschmieds wieder. Sehr nice. Ganz oben beim Kreis ist ein kleines Icon. Da mal draufklicken. Meinst du jetzt im Spiel oder im Planer? Ach da. Ach, wie lustig. Danke dir. Ja. Das hilft mir enorm weiter. Sie sagt doch wieder, es lohnt sich immer wieder zu streamen, während man PoE spielt. Da sind aber so viele hilfreiche Tipps dabei, die dir echt das Spiel wesentlich angenehmer machen. Wenn du das alles alleine entdecken müsstest, ne, und selbst quasi erspielen müsstest, ich glaube, da verlieren viele Spieler schnell den Bock dran, weil man einfach überfordert ist. So kann man halt nebenbei Fragen stellen und hat eine Antwort. Ich glaube auch, als Let's Play ist das super für die Leute, die das Spiel noch nicht gespielt haben. Jetzt haben wir wieder Lex hier. Weil ich glaube, viele Anfängerfragen hier beantwortet werden.
Nicht zuletzt, weil ich auch Anfänger bin in dem Spiel, ne? Muss man dazu sagen. Achso, wir wollten den Server wechseln, ne? Okay, alles klar. Hat wunderbar geklappt. Okay, laufen wir hier mal weiter. 1037 Latenz. So läuft das. 1140. Der Server ist super. So, warte mal. Müssen wir jetzt lang? Falsch. Tab. Okay. Ging es denn irgendwo noch in eine andere Richtung? Nee, ne? Eigentlich können wir hier wieder rausgehen. Oder müssen wir da noch erkunden? Nee, doch, hier geht's weiter. Da bin ich. Ganz kurz gucken. Doch, wir probieren das mal. Go, 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 go. Achso, meine Legs sind noch da. Hm. Ich laufe in der Zeit einfach. Wir haben wahrscheinlich eh zurückgeportet, aber wir gucken mal. Nee, dreckiges. Ich probiere es immer wieder. Ja, wir wechseln doch gleich die Server. Alles gut. Aber wie gesagt, wir müssen erst zum Wegpunkt. Oder? Ich überlege gerade. Hat der den Progress gespeichert, die dicke Hand, die ich gerade gefunden habe? Die grüne dicke Hand. Okay, jetzt hat er sich gefangen, glaube ich. Ja, jetzt ist er wieder im Spiel. Gucken wir hier nochmal. Guck mal, da ist noch ein kleines Päckchen, das können wir mitnehmen. Okay. Jetzt schnell zum Wegpunkt. Oder warte mal, ganz kurz die Map angucken. Doch, wir sind hier fertig. Also eigentlich können wir einen Wegpunkt nehmen, uns hier zurückporten und fertig. Geht schneller, als wenn wir alles zurücklaufen, würde ich sagen. So, haben wir noch irgendeinen NPC, der noch irgendeine Quest... Da, guck mal, der leuchtet doch bunt. At the risk of sounding maudlin, life has held only disappointment for me. But death, well, we seem to understand each other. And so death is the patron of my art. I have learned much from her in the grave and quiet lands. The crafting of wand and dagger, stave and focus. Tools of nightmare that I will strive to perfect with time and experience. And that I'm willing to share with you for a price. Seek me in the wild lands, exile. The darkness is coming and we of like mind. Oh yeah. Stufe 1. Gegenstände kaufen. Okay. Nicht so pralle. Eramir. Ich skipp das mal. Ich klicke das bloß durch. In der Hoffnung, dass ich irgendwo eine Quest oder sonst was kriege. Oder Reichtümer oder sonst irgendwas. So, ach, guck mal hier, Gina. My new name for you. Badness is everywhere around us. You bring us something good. Now, I promise to share. Let us awaken the spirit. Bring even more good into this life. So, was haben wir denn hier? Überlebens... globaler physischer Schaden brauchen wir nicht. 20 Geschick. Regeneriert 3, erhöhter Elementarschaden. Boah, was lohnt sich denn da? Ich habe keine Ahnung. Für den Minion-Bild macht alles irgendwie keinen Sinn, oder? Ich würde sagen, regeneriert 3 Mana pro Sekunde, aber... erhöhter globaler physischer Schaden brauchen wir nicht, weil ich glaube, der wirkt sich nicht auf die Minions aus. Elementarwiderstände wäre vielleicht auch nicht schlecht. Hm, wir nehmen mal den. So. Ja, du auch. Tschüss, ne? Okay. Wo kann ich den skillen? Also, wo kann ich den sockeln? Rechtsklick kannst du es aus seiner... Achso, ganz normal irgendwo reinsetzen, oder was? Nein, geht nicht. Okay, alles klar. Tschüss. Okay, dann gehen wir wieder zur Truhe. Hauen erstmal die ganze Kacke da rein. Das, was wir nicht brauchen. Das hier zum Beispiel. Keine Ahnung, ob ich das brauche. Ich denke nicht, ne? Oh, ja, noch ein Messer. Das müssen wir mal identen. In dem Tree muss ich den reinpacken. In was für ein Tree? Welchen Baum? Man glaubt es kaum, welchen Baum. Verkaufen. Achso. Hab ich nicht identet? So. Na ja, gut. They threw to you. In meinem Skilltree kann ich den reinsetzen? Was würde ich da sagen? Hä? Wie? Skilltree ist ja eigentlich hier die Sockel. Ne? Weil das sind ja meine Skills. Passive Fertigkeitenbaum wäre ja das. Und hier kannst du nichts reinsetzen. Boah, wir haben vier Korrekturen.
Korrekturpunkte übrig. Brauchen wir aber gar nicht, denn wir sind gut. Wir spielen nach Guide. Aber mal, um zu zeigen, was alles möglich wäre, das hier wäre alles möglich. Hier muss ich die Dinger reinsetzen, aber wo willst du denn hier Sachen? Ach, hier so leere Sachen. Ach, guck mal, Juwelenfassung. Ah, das ist ja cool. Okay, siehst du, wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Aber cool. Funktioniert tatsächlich.